Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part waren wir auf dem Pyroberg, wo sich Mark eine rote Kugel gekrallt hat, mit dem er S, das legendäre Pokémon, irgendwas mit Metamorphose tun will. Und weil das ältere Pärchen das schon war, so verärgert darüber war, dass der Mark einfach so die Kugel weggenommen hat und mit sich genommen hat und jetzt die Welt zerstören will, haben sie uns die andere Kugel gegeben und ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Jedenfalls hatte ich ein sehr komisches Gefühl, als ich die in der Hand genommen hatte. Und weil Mark uns ja so schön erzählt hat, dass sie jetzt auf dem Weg sind nach Graphiport City sind, um ein U-Boot zu klauen, sind wir jetzt auch hier. Und das wollen wir natürlich verhindern, indem wir hier reingehen. Und alles in unserer Macht Stehende tun werden, um die rote Kugel zurückzuholen. Und natürlich das U-Boot zu retten. Also, auf geht's. Diese Rüpel, das sind doch dieselben Schurken, die im Museum versucht haben, die Devon-Waren zu stehlen. Bist du extra den weiten Weg vom Pyroberg bis hierher gekommen? Dafür ziehe selbst ich den Hut. Aber es ist bereits zu spät. Wir können uns nicht mehr aufhalten. Mit ein paar kleinen Modifikationen wird uns dieses U-Boot den Weg zur Tiefseehöhle ebnen. Dem Ort, wo es schlummert. Endlich geht Team Aquas Plan, der Menschheit zu ihrer ultimativen Entwicklungsform zu verhelfen, in die letzte und entscheidende Phase über. Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Wenn du trotz allem versuchen willst, uns aufzuhalten, dann komm in unser Versteck in Seagrass Gold City. Und jetzt entschuldige mich bitte. Kalle, darf ich bitten? Ei, Sir Mark, Sir. Kümmert euch um ihn, meine Untergebenen. Sir Mark und ich werden mit dem U-Boot fliehen. Haltet ihn so lange vom Leib. Roger! Es geht los, Sir. Hier entlang, bitte. Gut. Mir geht es gar nicht darum, dich hinzuhalten. Ich will dich nur dazu bringen, das Handtuch zu werfen. Ist das nicht fast dasselbe? Ich weiß es auch nicht. Und ich habe wieder mal keinen Schimmer mehr, wie ich Kalle gesprochen hatte. Ist ja auch egal, der ist eh gerade durchgedreht. Weil Kalle weiß immer noch, was Mark vorhat, nämlich die Welt zu zerstören, aber trotzdem hilft er ihm immer noch. Ich glaube, der Kalle ist nicht ganz dicht im Kopf. So. Kümmern wir uns erstmal um das Magmajen dort. Mit einer schönen Keilklinge. Bam! Es hat nicht ganz gereicht. Oh mein Gott. Dieses Magmajen ist einfach zu mächtig. Deshalb wird es eine Unlichtattacke gegen ein Unlicht-Pokémon einsetzen. Ja, genau so ist es. Naja, wenn es meint. Hat nicht viel gebracht. Dafür unser Surfer umso mehr. Genauso wie dieses Level Up für Wasabi. Woo! Ich werfe das Handtuch. War klar. Wer hätte das gedacht? Nun bin ich erst, der das Handtuch werfen musste. Nun ja, wie so oft bleibt es dann wohl an mir, meines Zeichens Elite-Mitglied von Team Magma, hängen, dich von deiner Erfolgsspur abzubringen. Wieso redest du mit ihm und dann nicht von mit mir? Was? Egal. Werf ins Feuer! Ich glaube nicht, dass die noch bei Team Magma ist. Ist wahrscheinlich selber ins Feuer geschmissen worden. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die war später ja weg, wo wir dann noch... Okay. Ja, Kai Klinge. Ich möchte nicht weiter über dieses Thema reden. Oh, sie hat sogar zwei Pokémon. Wow, ein Goldbart. Oh Gott, da muss ich erst mal mein Pokémon wechseln. Jetzt bin ich total überfordert. Meine Güte. Ich bin super froh, dass ich erstmal meine Lauchstangen wieder rausholen muss. Jesus. Jesus, du guckt euch an, ey. Es hat so eine große Klappe, aber ich denke mal, da ist nichts dahinter. Nur eine dünne Hautschicht oder sowas. Schneiden wir mal durch. Nein, vielleicht auch noch ein bisschen mehr dahinter. Hat trotzdem nicht gereicht. Oh, Brokkoli rettet für 49. Er hebt ab in die unendlichen Weiten des Level-Daseins. Wie um alles in der Welt konnte ein Elite-Mitglied wie ich nur von der Erfolgsspur abkommen. Aber... So erfolgreich abgeschlossen. Unser Anführer und Kalle sind entkommen.
Es wird Zeit, dass wir ins Versteck zurückkehren. Ich möchte den anderen dabei helfen, die nötigen Modifikationen am U-Boot vorzunehmen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich bin auch gespannt, was für Änderungen an dem U-Boot vorgenommen werden müssen. Das will ich unbedingt mit eigenen Augen sehen. Und da stolzieren sie davon. Was haben die da gesagt? Die wollen doch nicht wirklich mit meinem U-Boot umbauen. Mein U-Boot, das TFC-Forschungsboot 1. Ich will das einfach nicht glauben. Mein armes U-Boot. Sie haben es erzählt. Ich habe das urzeitliche Pokémon abgesehen, das am Meeresgrund schlummert. Mein U-Boot, mein Gott, hol mir mein U-Boot. Es tut mir so leid. Das U-Boot, das diese Kerle gekapert haben, könnte die ganze Welt ins Unheil stürzen. Mein Gott, was hast du denn für ein U-Boot gebaut? Die Auswirkungen wären katastrophal. Wir müssen sie aufhalten. Irgendjemand muss ihnen bis in ihr Versteck in Seegrasgrub folgen. City, bumm, hab ich vergessen, so aufzunehmen. Egal, aber ich bin dafür nicht stark genug. Ich bin total durcheinander. Mein Name ist U-Boot. Hilfst du mir, Mensch, ich brauche mein U-Boot. Nein, ich kann doch bis Seegrasgrub bringen, dort soll sie ihr Versteck befinden. Nein, ich fürchte, sie, weil mein U-Boot für etwas Schlimmes einsetzt, könntest du um deine Pokémon mir helfen, diesen Schock auszuhalten. Und ich möchte gerne mein U-Boot wieder haben. Ist okay. Danke, dann werde ich sofort ein Schiff bereit machen. Wir sind in den Seegrasgrub angekommen. Das ging ja schnell. Irgendwo in dieser Stadt muss das Versteck dieser Verbrecher sein, die sich das U-Boot unter den Nagel gerissen haben. Meine Hoffnung ruht auf dir, Mitch. Ich werde zur Anlegestelle von Graffiti-Port City zurückkehren und mich mit den Folgen dieses Vorfalls auseinandersetzen. Tschüss. Und vergiss mein U-Boot nicht. Ja, ist okay. So, es hat uns einfach mal nach Seegrasgrub City gebracht, wo ja das Versteck von Team Magma ist. Was sie uns einfach mal so gesagt haben. Wer ist so blöd und macht sowas? Ich glaube, ich werde langsam zu alt für Pokémon. Das ist der dümmste Fehler, den man je machen kann. Na gut, das ist Team Magma. Was machst du denn hier? Solange die Fähre noch nicht als seetätig gilt, ist für uns Matrosen Däumchen drin angesagt. Ich wünsche dir in der Werft von Graffitiport City käme mal etwas in die Gänge und würde nicht so lange an ihrem blöden U-Boot rumbasteln, was die ganze Welt vernichten könnte. So. Wir sind in Seegrasgrub City. Ja, wie schon gesagt, hier ist ganz viel Wasser, hier ist der Hafen, hier ist nichts weiter außer Wasser. Ah, die Fähre MS Tide wird momentan in Graffiport City gebaut und wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Kann nur noch 3 Jahre dauern. Ist okay. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen oben. Ist ein sehr kleines süßes Häuschen, da gehen wir doch mal rein. Hallo, oh mein Gott. Ist ja voll die LAN-Party hier. Meine Fresse, hallo. Als meine Frau Feeling zur Welt gebracht hat, war ich erstmal ziemlich baff. Aber wenn ich sie hier zusammenspielen sehe, bin ich richtig glücklich. Ja, und deine Frau hat den Stress pur. Ach, du grüne Neune. Du reist ganz alleine und das in deinem Alter, das lob ich mir. Das ist voll gefährlich draußen mit den ganzen Pokémon. Was ist denn, wenn du auf dem Wasser bist und so ein großes Weilord einfach auf dich drauf will? Gott, mach dich deine Mutter gar keine Sorgen, wie Hessus muss die... Ja, okay. Meine Kinder könnten bestimmt das eine oder andere von dir lernen. Wer ich bin die Expertin in Sachen Pokeriegel. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, kannst du tolle Pokeriegel zaubern. Wie wäre es mit ein paar Tipps von einer echten Pokeriegel-Expertin? Nee, jetzt gerade nicht. Oh, ganz sicher. Versuchst du nicht immer, alles alleine zu meistern, Kindchen. Hallo, ich bin alleine unterwegs. Ich muss fast alles alleine meistern mit meinen Pokémon natürlich. Gut, Kiddies, was geht denn hier ab? Vor meinem Auftritt beim Wettbewerb muss ich meinem Pokémon unbedingt noch ein paar Pokeriegel geben. Ich will allen zeigen, wie stark mein Pokémon ist. Deshalb nehmen wir bald alle zusammen an einem Wettbewerb teil. Alle gegeneinander, oh mein Gott. Du, weißt du was? Wenn man Pokeriegel macht, dann kommt am Ende manchmal ein echter Pokeriegel Deluxe dabei raus, weißt du? Pokeriegel sind schon nicht schlecht, aber ich will meinem Pokémon auch mal Povle geben. Da musst du Pokémon an mich spielen. Manchmal denke ich echt, wenn die so mit ihrem, ja, diesmal sind es ja DS, früher waren es Gameboys, dann Advance und so weiter und so fort, dass man eigentlich keine echten Pokémon dabei hat, die sowieso nicht echt sind. Aber man hat halt auch so einen DS dabei und wenn man dann auf jemanden trifft, der kämpfen will, dann tut man einfach nur die Dinger aneinander stöpseln und dann, das macht aber gerade keinen Sinn, weil ja auch im hohen Gras Pokémon sind. Da ist da so ein Mechanismus auf den DS. Der dann sah, hey, da könnten Pokémon sein,
mach mal eben dein Dingens an, dein DS halt das Pokémon-Spiel, weil da ist ein Signal, da ist ein Pokémon. Ich höre auf damit. In der Wettbewerbshalle tummeln sich alle möglichen Sorten von Pokémon. Putzige, coole, alle eben. Das lässt das Herz eines echten Pokémon-Fans wie mir höher schlagen. Ganz toll hoch und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Okay. Hi. Stehen geblieben. Leider geht es hier für dich nicht weiter. Dort hinten befinden sich schließlich unser Geheimverein. Du hast nichts gehört, verstanden? Okay. Gehen wir da halt nicht hin. Ich habe ein entsprechendes. Ich habe ein entspannendes Nickerchen im Gasthof am Meer gehalten. Das Rauschen der Wellen war so angenehm. Und da hat mir jemand mein Pokémon gestohlen. Einfach so, aber egal. Wer ist der Schändliche? Die Team Magma? War das Team Magma? Egal, mir geht's total gut. Ich bin richtig gut drauf. Ich glaube, die wollen nicht, dass ich zum Geheimversteck gehe. Gehört die Welt erst einmal vollständig uns von Team Magma, werden alle Menschen glücklich. Mein Papa und meine Mama zu Hause auf dem Land, meine kleine Schwester, mein kleiner Bruder, meine Cousine, mein Cousin, mein Schwippschwager, einfach alle. Und dann verbrenne ich sie im Feuer. Geil. Mutelgrassee, wo das Seegras noch Ulb ist. Verstehst du, Seegras Ulb? Oh Gott. Spiel bitte. Ich mach schon schlechte Wortwitze, das muss nicht sein. Gibt's einen Shop, wo keiner sitzt. Da stehen jede Menge exklusive Mitbringsel des Motels Grassee. Wo das Seegras noch Ulb ist. Oh Gott. Wie bitte? Die haben die Anzahl ihrer Gäste verdoppelt, indem sie Pokémon als Attraktion präsentieren. Vielleicht sollte ich auch ein niedliches Pokémon zum Maskottchen meines Gasthofs ändern. Ob ich dann mehr Gäste hätte? Oh, tut mir leid. Ich war völlig vom Fernsehen eingenommen. Sollte es Team Magma der Stadt ist, bleiben die Gäste völlig aus. Dann liegt es eher an Team Magma. Ich glaube nicht an den Pokémon. Hey, warte, halt, da darfst du nicht rein. Das ist unsere Küche. Aber da gibt's Essen und Schokoeis. Ich mag Schokoeis. Nein, mag ich nicht. Aber ich Schokoeis. Das ist ein Automat. Gibt's ganz viele Futons. Ja. Obwohl es jetzt schick ist hier, ne? Oh, ein bisschen chillen hier, so la 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 la. Ja, sehr entspannt, aber ich bleib, glaube ich, nicht so lange sitzen, sonst kommt wieder einer und steht mir ein Pokémon. Als ob das schon mal hier einer gemacht hat. Der soll das mal versuchen, dann hole ich meinen Brokkoli raus und dann kriegst du richtig einen auf den Kopf mit meiner Laubklinge. Hier ist nichts los, ne? Ja, hier ist wirklich nichts los. Vielleicht ist hier wieder mehr los, wenn Team Magma weg ist. Ach, da ist der Ausgang. Sorry, hab kurz dich gesehen. So, hallo. Team Magma trainiert seine Weimar drüben in der Bucht. Das ist ein großes Problem für uns Seefahrer, weil unsere Schiffe so nicht auslaufen können. Dieses blöde Team Magma, ey. Da ist der Markt. Da steht ein ominöser Typ rum. Da drinnen entbrennen Tag für Tag erhitzte Diskussionen zwischen den Fans der Trainer, die am Pokémon-Wettbewerb teilnehmen. Zur Feier unseres Kennenlernens stelle ich dir eine kleine Wettbewerbsquizfrage. Welches beliebte Pokémon ist immer an der Seite des Wettbewerbs da Sternchens Kinga zu finden? Weißt du, dann zeig es mir. Hab ich nicht dabei. Ich hab ein Wiebel, geht das auch? Schade, falsch geraten. Aber Wiebel ist auch ein Drache-Pokémon. Nicht diskriminieren, nur weil sie keine Mega-Entwicklung machen kann. Wegen Wiebel muss ich immer weinen. Woran das wohl liegt? Ach Gottchen, so. Auf das Schild wurde ein Porträt von Xenia gekritzelt. Okay, ist voll der Xenia-Fanclub. Ach du, meine Güte. Okay, hi. Was? Du kennst Xenia persönlich? Ich könnte platzen vor Neid. Bums. Mami, das Kind ist gerade explodiert. Ach, das ist in Ordnung, das ist okay. Hast du auch die Hand geschüttelt? Ich habe sogar ganz viele Geschenke von ihr bekommen, das sagst du aber nicht. Im Moment sind und bleiben Xenia und Xeblue einfach die größten Wettbewerbsstars. Die beiden geben ein mega starkes Team ab. Du scheinst auch auf dem richtigen Weg zu sein, aber Xenia kannst du noch lange nicht das Wasser reichen. Das stimmt, ich habe auch erst einen Wettbewerb nur gemacht. Ich bin extra aus Kanto hergekommen, weil ich Xeni treffen will.
Wann tritt sie endlich mal in unsere Region auf? Wahrscheinlich niemals, weil es in Kanto keine Wettbewerbshäuser gibt. Haha. Glaubst dich persönlich, aber mit gibt es bei Wettbewerb niemanden, der auch nur annähernd so beliebt ist wie Xenia. Ihr Ausschauen ist einfach unvergleichlich. Ja, ihr seid alle ganz große Xenia-Fans. Das ist wow, das ist... Ja, ihr seid alle total begeistert. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieser Raum sehr, sehr kitschig aussieht? Ja? Gut getan. Es versucht offenbar mit seinem Mistarschnitt, dass er, okay. Es macht das kleine Altaria nach. Es steht da nur dumm rum, es macht gar nichts. Es steht da nur. Steht das Altaria von Xenia auch nur ganz dumm rum und macht nichts? Naja. Ein richtiger Star. Was ändern sich die Pokémon in meinem Team? Schwitzt über die Erinnerung, welches deiner Pokémon möchtest du etwas wissen? Alter, weiter. Oh Gott, alle. Fiebel. Fiebel war dabei, als Misch einen Krebskopf gefangen hat. Er erinnert sich sehr gern daran, wie gut gelaunt es war. Möchtest du doch etwas über die Erinnerung eines anderen Pokémon erfahren? Oh, das finde ich gut. Ja. Zwei machen wir noch. Machen wir mal Kohol. Mal sehen, ob der überhaupt noch irgendwas mitkriegt. Kohol war mit Mitch unterwegs, als sie plötzlich von einem wilden Geradax angegriffen wurde. Meine Fresse, völlig überrumpelt, haben sie das Weite gesucht. Es erinnert sich daran, dass es feuchte Augen bekommen hat. Okay. Was das Spiel sich so alles merkt. Und dann nehmen wir mal Brokkoli noch. So. Mitch war mit Mitch angeln und Mitch hat ein mühsam an Land gezogenes Pokémon entkommen lassen. Es erinnert sich daran, wie sehr es sich amüsiert hat. Oh, Brokkoli. Du bist gemein. Brokkoli ist gemein, lacht er mich einfach aus. Oh, Brokkoli. Was gemeines. Das war voll schwer, das Pokémon an Land zu ziehen, ey. Da muss man sich nicht drüber krank lachen. Das finde ich süß. Ganz ehrlich, ich finde das süß. So, quatschen wir mal dem Teenie hier noch. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es auf der Welt wohl gibt. Ich werde über das PSS mit Leuten, die weit weg leben, Pokémon tauschen, bis ich von jeder Art ein Exemplar gesammelt habe. Viel Spaß, es sind sehr, sehr viele Pokémon. Sehr viele. Ich habe von einigen Schurken gehört, die Pokémon stehen und Meteoriten klauen. Ja, das ist Team Magma. So, ich möchte noch gar nicht weiter nach oben gehen, nach Segaskop, also diese Treppe hoch, weil hier links immer noch eine Route ist, wo es noch ein paar Trainer gibt. In der Höhenregion gibt es so viele schöne Flüsse und grüne Flecken. Einfach toll. Fast so toll wie meine Heimatregion Kanto. Aber nur fast. Ich finde Johto schöner. Hast du die seltene Höhle in der Bucht mal am Stadtrand gesehen? Ja, da wo anscheinend irgendwie voll jetzt die Kacke am Dampfen ist. Hallo. Ich sah nichts mehr zu. Das größte Geheimnis dieses Planeten hütet der Meeresboden. Das habe ich zumindest mal von jemandem gehört. Nur weil es jemand gesagt hat, musst du es nicht gleich glauben. Zwischen Moosbach City und Xenoville befindet sich ein tiefer Unterwassergraben. Das hat mir mal jemand erzählt. Ja, und nur weil es dir jemand erzählt hat, musst du es nicht gleich glauben. So. Da ist das Schild, Besiegerskulp, wo das Land endet und das Meer beginnt. Schön. Ich habe hier aber auch noch eine Route, die ich nicht ganz fertig gemacht habe. So. Ein Pokémon-Kampf geben wir uns jetzt auf jeden Fall noch, damit wir ein bisschen Action noch kriegen. Wenn wir denn noch einen finden. Oh, Bären. Bären, 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 Bären. Give me all the bananas. Banana. So. Das ist aber ein sehr großes Grasfeld. Und warum ist hier ein Zaun? Warum ist da ein Pokémon? Ich denke, euch gibt es gar nicht. Ihr seid doch gar nicht echt oder so. Habe ich mir sagen lassen. Habe ich gehört. Ja, mir hat mal jemand erzählt, dass Pokémon gar nicht echt sind. Mein Weltbild wurde zerstört. Was? Es gibt gar keine echten Hundemons. Hundemons übrigens. Ja, sagt man jetzt eigentlich bei Mehrzahl Pokémon, also bei Hundemon zum Beispiel, sagt man jetzt mehrere Hundemon oder mehrere Hundemons? Oder mehrere Hundemone? Guck mal, ein Leuchtstein, cool. Ja, man ist da ein bisschen zerstritten, aber ich würde sagen mehrere Hundemon. Ohne S. Hast du einen Hundemon für mich?
möchte jetzt gerne Hundemon haben, aber hier gibt es keine Hundemon. Wie ein Pikachu. Ich will es töten. Einfach nur, weil es seinen Namen sagt und die anderen Pokémon nicht. Es wäre eine Heidenarbeit, ich weiß, aber ich bin für Gleichberechtigung. Au. Man kriegt gleich Konter hier. Ja, total, mit Paralyse. Hier, spül dich mal weg, ab ins Meer mit dir. Blöds Pikachu, ey. So. Jetzt haben wir sogar einen kleinen Fortschritt in diesem Part erzählt. Obwohl, wir haben schon einen Fortschritt gemacht, so ist es ja nicht. Wir haben gesehen, wie Mark das U-Boot geklaut hat von dem geliebten, was? Das U-Boot von dem geliebten? Nein, das geliebte U-Boot von Captain Brick. Brick halt. Wie hast du mich denn jetzt gesehen? Hast du Augen an der Seite? What the fuck? Okay. Ja gut, es ist ein sehr alter Mann, der ist halt schon halt sehr erfahren. Von daher wundert es mich. Warum habt ihr alle Elektro-Pokémon? Ich hätte vielleicht mal die Paralyse wegmachen sollen. Shit happens. Los, Wasabi. Bist scharf genug, um das zu schaffen. Ich glaube nicht, dass der Surfer reicht. Aber doch noch. Wunderschön. So. Er hat übrigens nächstes Level erreicht. Ich könnte ihn ja eigentlich auch mal ein bisschen weiter nach hinten packen. So. Das werde ich auch gleich mal tun. So. Nee, weiter nicht. Nee, ist ein Level 46. So. Gibt es da unten noch was Schönes? Außer ein paar Pokémon? Ja, der Part wird jetzt ein bisschen länger. Ich möchte gerne diese Route noch eben abhaken. Bevor wir uns dann weiter auf die Fährte von Team Magma machen, um zu verhindern, was sie vorhaben. Wir wollen die Welt zerstören, das können wir nicht zulassen. Das ist unsere Pflicht, dieses zu verhindern, indem wir uns mit irgendwelchen Pokémon in hohem Gras herumschlagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde heimgesucht bei der Horde Choupé, die irgendwie fast alle an mir vorbeischauen. Okay. Wenn die sich für uns eh nicht interessieren, dann können wir auch gehen. Ich glaube, das eine hat Lapori anguckt. Das eine, aber sonst glaube ich keins. Oh, das ist ein Item. Wow, Topschutz. Den habe ich jetzt genau jetzt nötig. So, ich glaube, haben wir noch irgendwo einen Trainer? Haben wir die beiden schon? Ja, die beiden haben wir schon. Da wäre noch ein Baum für eine Geheimbasis. Ich nehme jetzt den Topschutz. Oh, das Superschuss können wir auch machen. So. Ja, ja, sprühen wir wieder die Ohren vor. Haben wir noch einen Trainer hier? Nee. Gut, dann haben wir die Trainer hier auch alle abgehackt. Das ging ziemlich schnell. Es waren ja nur noch zwei. So. Gehen wir schnell noch zurück zu Seegras Gulp. Wo das Seegras doch voll Ulb ist. Boah, das tut echt weh. So. Gut. Dann noch mal eben schnell ins Pokémon Center. Und dann würde ich sagen, das war's dann jetzt auch wirklich für diesen Part. Wir haben wieder ein paar Leute umgenatzt. Wir haben erfahren, dass die Magma wirklich nur Scheiße im Kopf hat. Und der Brick nur sein U-Boot, sein heißgeliebtes U-Boot. Ich möchte echt wissen, was er da eingebaut hat, dass es die ganze Welt zerstören kann. So eine riesige Atombombe, die einfach mal den halben Planeten kaputt macht, wenn die explodiert. Mal sehen. Vielleicht tut Mark die jetzt auch ausbauen. Vielleicht ist das gar nicht so gut. Gar nicht so schlecht. Na gut, ist es sowieso nicht, was er tut. Aber naja, mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir dann mal zum Versteck vom Team Magma, zu dieser mysteriösen Höhle, die da hinten am Straßenrand ist. So in diese Richtung. Ja, jetzt habe ich den Satz auch erfolgreich beendet. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder hier zurück bei Pokémon Omega Rubin. Also tschüss und bis dann.